Und damit hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zum neuen Die Sims 4 Vampire Let's Play. Ja, die beiden Freundinnen Betty und Annalena sind nun hier in die neue Stadt Forgotten Hollow gezogen. Sie haben sich erst vor kurzem kennengelernt, waren sich aber auf Anhieb sympathisch und dachten sich dann, ach ja, komm, lass uns doch mal hier in diese etwas mysteriöse, dunkle, aber magisch anziehende Stadt ziehen. Ja, und hier sind wir nun. Die gute Annalena Gobert und Betty Slayer, mögliche Referenz bzw. Ähnlichkeiten zu Seriencharakteren, kann ich an dieser Stelle nicht ausschließen und es ist auch eindeutig so gewollt, aber natürlich nicht eins zu eins, denn das ist ja hier immer noch unser Let's Play und wir schreiben hier die Stories gemeinsam, also du und ich. Ich freue mich auf jeden Fall super mega doll. Es ist einfach ein ganz neues Feeling jetzt wieder mit komplett zwei neuen Charakteren, bei denen ich auch mal so ein bisschen über meine Komfortzone hinausgegangen bin, beziehungsweise diese durchbrochen habe, was so die Erstellung beziehungsweise ja, das Aussehen anging. Aber dazu könnt ihr euch auch nochmal das Video anschauen, wie ich die beiden Charaktere hier für das neue Let's Play erstelle. So, okay, ja, frisch in die Stadt gezogen, alles ist noch ganz neu. Unsere gute Betty, die ist ja auch schon ordentlich am Trainieren, die hat nämlich das Merkmal aktiv und die gute Annalena, die wird jetzt einfach mal hier die Betty noch ein bisschen besser kennenlernen, denn wie gesagt, so lange kennen die sich auch noch gar nicht. Also es ist irgendwie gefühlt 5 Minuten. Und dann denken die sich, ach ja, lass uns doch direkt zusammenziehen. Wir haben hier in Forgotten Hollow 3 weitere Mietparteien bzw. Nachbarn. Hier mit diesem ganz, ganz großen Gebäude. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir hier für interessante Geschichten und Erlebnisse ja, erfahren werden, beziehungsweise was wir hier erspielen werden. Und vor allem mit den beiden jetzt hier ganz neu anzufangen. So, die Welt der Vampire, liebe Leute. Ja, Forgotten Hollow hat ja einen bestimmten Ruf weg, dass es hier zu mysteriösen Sichtungen gekommen sein soll. Vielleicht sind die beiden auch deswegen hierher. Die gute Betty, die ist, glaube ich, ja, die ist, glaube ich, so ein sehr krasser Fitnessfreak. Wir sind hier in ein so mega kleines, süßes Häuslein eingezogen. Jeder hat so sein eigenes Zimmer. Einmal hier durchs Bad und einmal nicht. Ich glaube, das ist so eher Annalenas Zimmer. Das ist mehr so Bettys Zimmer. Und dann gucken wir einfach mal, was die beiden erleben werden. Wir brauchen erstmal, in erster Linie brauchen wir einen Job. Und ich glaube, das wird jetzt erstmal Betty übernehmen. Ich glaube, mit Annalena bleibe ich erstmal zu Hause und versuche so ein bisschen von zu Hause aus, ja, mehr oder weniger meine Simoleons zu verdienen. Mit Betty könnte ich mir vorstellen, was könnte ich mir mit Betty vorstellen? Sportlerin auf jeden Fall. Allerdings hatten wir das ja schon mal in anderen Let's Plays, deswegen möchte ich das hier nicht wiederholen. Ja, Schriftstellerin wird die Annalena. Geheimagentin, das kann ich mir definitiv vorstellen. Führe als Geheimagentin ein Leben im Schatten. Dringe in das Hauptquartier des Gegners ein und verfeinere deine Verhörkunst. Je mehr du lernst, desto schwerer kommt man dir auf die Schliche. Berufszweig Diamantenagentin und Schurkin. So, eine Schurkin sind wir natürlich nicht. Wir sind natürlich ein ganz, ganz guter Sim. Deswegen, wir nehmen das aber auf jeden Fall mal an. So, wir sind nun bei der Agentur SIMS. Alles klar. So, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein Interesse von unserer guten Betty, und zwar die ultimative Geheimagentin zu werden. Und die gute Annalena, die wird sich jetzt schon mal an ihre Leidenschaft setzen, und zwar wird sie ein bisschen Schreiben üben, da sie das Schreiben liebt. Sie schreibt unglaublich gern Tagebücher. Oh, es ist einfach nur herrlich. So, und mit dir werde ich jetzt, glaube ich, auch hier ein bisschen trainieren gehen. Ne? Ich würde sagen, wir machen uns einfach mal den Fernseher dafür an. Zeig mal, wir werden einfach mal den Kanal wechseln. So, wir gucken. Action-Kanal, nee, ich würde gerne Sportkanal, genau, sehr gut. So, dann werden wir dazu nämlich direkt ein bisschen trainieren. Komm, dann trainier einfach mal hier direkt auf dem Boden. Mach mal ein paar Sit-Ups, ein paar Liegestütze und ein bisschen dehnen, denn wir müssen ja stark und kräftig sein. Für alles, was eventuell noch folgt. So, meine Süße, ab mit dir. Sit-Ups machen, los, zur Sportsendung. Das ist die beste Motivation. Ja, das Haus ist jetzt natürlich nicht so mega High Quality. Also man sieht hier schon ein paar Wasserflecken, Spinnenweben sind hier auch, ein paar Risse bzw. Beschädigungen an den Wänden. Aber nun ja,
Mehr konnten wir uns leider an dieser Stelle nicht leisten. Deswegen ist das so völlig okay. Aha. Guckst du jetzt mal? Ich dachte, du bist multitasking-fähig. Du kannst ja wohl den Sportkanal gucken und nebenbei Sit-Ups machen. Nee, kannst du nicht. Okay. Dann müssen wir nur eins von beiden machen. So, wir möchten auf jeden Fall so richtig aktiv werden. Deswegen die ersten Simoleons, die wir verdienen, werden wir definitiv in ein Fitnessgerät stecken. Ich werde mal schauen, ob wir das vielleicht jetzt schon können. Aber ich glaube, nein. Eindeutig nicht. Wir könnten natürlich in der Yogamatte oder den Hocker der inneren Einkehr uns gönnen. Aber ich denke, das ist nicht halb so befriedigend, wie einen Sandsack zu besitzen oder auch ein richtiges Sportgerät. Deswegen, wir gucken erstmal. Und ich würde dann gerne auch nachher noch eine kleine Stadtrundführung hier unternehmen, dass wir halt gemeinsam mit Annalena und Betty hier durch die Städte ziehen, beziehungsweise durch Forgotten Hollow und uns hier ein bisschen mal umgucken, was es hier denn so gibt. Neben sehr zwielichtigen Häusern. Und dann könnten wir ja eventuell auch mal unsere Nachbarn kennenlernen. Bisher nämlich kam leider noch keiner vorbei und hat sich vorgestellt. Aber gut, ich werde da jetzt nicht so viel Anspruch reinsetzen, denn wir sind ja noch ganz neu in der Stadt. Ich glaube, ich gehe eine Runde joggen. Das ist wirklich mit am besten, um vielleicht auch ein paar Nachbarn kennenzulernen. Wenn wir jetzt mit Betty einfach eine Runde joggen gehen. Ich bin gespannt, wer von euch Betty erkennt. Also ich denke, Annalena ist sehr einfach zu erkennen. Aber mal sehen, wer Betty von euch erkennt, welcher Seriencharakter sich dahinter versteckt. Also, ja, ich denke, das ist nicht so schwer zu erraten. Der Name ist zwar ein bisschen anders, aber es gibt halt wenig Namen, wo so ein Doppelbuchstabe davor kommt und der mit B anfängt. Das war gar nicht so leicht. Aber ich finde, Betty ist eigentlich ein ganz süßer Name. Und die beiden Mädels, die werden hier ordentlich Gas geben. Oh, gucke mal, die Betty, die ist schon sehr, sehr mutig. Die joggt hier schon den geheimen Anführungsstrichen, diesen etwas gruseligen Pfad hinauf. Aber hey, es ist 12 Uhr nachmittags, beziehungsweise 12:30. Da ist ja eigentlich nichts wirklich gruselig hier. Außer, dass da so kleine Püppchen an Grabsteinen liegen. Holla, die Waldpferdchen. Können wir die mitnehmen? Das wäre ja cool. Nee, kann man leider nicht. Aber cool sieht's aus, ne? Ach, gucke mal. Wie geil ist das denn? Sie joggt direkt hier erstmal zum größten Anwesen. Aber auch direkt wieder die Kehrtwendung. Wir wissen ja auch gar nicht, wer darin wohnt, wer darin residiert. Ist auf jeden Fall eines der größten Gebäude hier in Forgotten Hollow. So, aber wir werden das wahrscheinlich nach und nach herausfinden. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. So, insgesamt 8 Stunden trainieren. So, genau, unsere gute Annalena, die möchte nämlich auch etwas ganz Besonderes. Sie hat nämlich von diesen magischen Kreaturen, den Vampiren hier in Forgotten Hollow gehört, dass es hier einige Sichtungen gab. Und daraufhin war ihr Lebenswunsch, dass sie Meistervampirin wird. Das werden wir jetzt auch nach und nach versuchen anzugehen, dass wir nämlich jetzt hier am Computer Informationen uns suchen und dann wirklich alles versuchen herauszufinden, was irgendwie herauszufinden gilt. Und dann werden wir mal schauen, ob wir dann wirklich selbst auch Meistervampirin werden können, währenddessen wir halt mit Betty wirklich nur die Hoffnung haben, dass wir hier ein bisschen trainieren können und stärker werden. Stärker für mögliche Angriffe und für mögliche unhöfliche Nachbarn vielleicht. Wer weiß. So, du kannst ruhig noch ein bisschen joggen, wenn du möchtest. Du hast ja noch genug Energie. Sehr schön. Annalena kann jetzt selbst Bücher veröffentlichen. Das finde ich sehr gut. Dann werden wir mal jetzt aber eben mit dem Schreiben aufhören und ich werde erst einmal etwas zu essen vorbereiten. Wir machen mal einen richtig leckeren Gartensalat. Was macht ihr? Achso, du willst noch ein bisschen mit ihr plaudern. Du kannst ruhig rein, ne? Ist auch dein Haus. Ich will es nur sagen, ist auch dein Haus. Ich finde, ein bisschen leise ist es hier, deswegen kaufen wir uns kein Radio, denn das geht nicht. Okay, was könnten wir verkaufen? Wir könnten ein so ein Ding hier verkaufen. Dann mache ich das mal so. Mache ich das so. Kühlschrank daneben. Warte mal, dann machen wir es mal so. So und so. So, dann haben wir nämlich... Oh, warte, jetzt habe ich vergessen, das Radio zu kaufen. Dann können wir uns vielleicht nämlich, ja, immerhin so ein Rumpelradio leisten. Aber Hauptsache, es ist nicht ganz so still. So, wir schalten... Was schalten wir denn ein? Ich mach mal den Twin Pop. So.
Süße, bereits noch? Dankeschön. So, ich glaube, wir sollten aber trotz alledem schon mal hier unsere Zimmer markieren, damit jeder weiß, in welches Zimmer er darf. So, jeden außer Betty und die... Und also erstmal halt ein bisschen trennen, ne? Muss ja nicht immer in das Zimmer gerannt werden. Jeden außer Annalena. So, Kochfähigkeit sehr, sehr gut. So, es ist halt, wie man sehen kann, Forgotten Hollow ist recht dunkel insgesamt, auch wenn jetzt helllichter Tag ist und auch am Nachmittag war es jetzt nicht so wunderschön. Aber es ist halt alles hier so ein bisschen düster gehalten. Die Nächte sind auch länger, also es bleibt länger dunkel insgesamt. Es wird, ja, es wird schneller dunkel auch, also schon ein bisschen früher. Come on, da sind hier auf jeden Fall schon ganz, ganz viele Einwohner. Das ist auf jeden Fall cool. Also wir werden hier sicherlich doch ein paar Freunde finden, hoffe ich. Und nach vielleicht unser Häuschen ausbauen. Aber gut, Ding wir Weile haben. Wir müssen ja erstmal so ein bisschen reinkommen. Und dann werde ich mir jetzt was zu futtern schnappen. Und dann werde ich auch mal direkt gucken, ob wir vielleicht ein paar Informationen finden können. So, guck mal, deine Mitbewohnerin hat Salat gemacht. Oh, guck mal. Ups. Was ist denn mit der Wand hier? Moment, das muss ich kurz berichtigen. Sieht ein bisschen komisch aus. Nee. So. Das sah gerade echt mega strange aus. Also, naja, egal. So, Hübsche, du kannst gehen. Sehr schön. Und Betty ist hier auch schon am Schnabulieren. Oh, ich mag Forgotten Hollow irgendwie. Es ist zwar ein bisschen sehr klein geraten, finde ich. Ähnlich wie das Outdoor-Leben... sehr süß. Ähnlich wie das Outdoor-Leben Grundstück sozusagen, beziehungsweise die Welt. Aber nun gut, wir werden uns daran gewöhnen und wir werden uns damit abfinden und dann uns mal hier ein bisschen umgucken. Vor allem müssen wir halt ein bisschen socializen, ne? Mal unsere Nachbarn kennenlernen. Es kommt halt keiner, was ich ein bisschen unhöflich finde, hier um ehrlich zu sein. Dass absolut niemand mal irgendwie vorbeikommt. Aber nun gut. So, okay, dann erstmal einen Salat gönnen. Und dann, meine Liebe, werden wir für deinen Spaß noch ein bisschen sorgen. So, dir geht's eigentlich jetzt ziemlich gut, ne? Wollen wir mal wirklich Nachbarn besuchen gehen? Wollen wir mal gucken, ob wir irgendwen finden oder allgemein? Guck mal hier, die Mariko. Komm, wir stellen uns jetzt einfach mal freundlich irgendwem vor. So, Mariko Watanabe. Die jetzt hier gerade langläuft. Und da hinten zieht schon der Nebel auf. Ich mag die Stimmung hier total. Bisschen gruselig, aber doch ganz schön. Hallo. Dag, dag. Wir sind frisch hergezogen. Hallo. Begeisterung sieht definitiv anders aus. So, ja, wow, schön für dich. Schade, ich dachte jetzt hier, man würde sich ein bisschen mehr freuen über frischen Zuwachs hier in der Stadt. Über Frischfleisch. Lamina Galpa Watini. Flazzelpalka. Flazzelpalka. Ah, Bayumi. So, ich lerne die Dame auf jeden Fall noch mal ein bisschen kennen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie wirklich hier aus der Gegend kommt oder ob sie halt einfach hier wohnt. Also, ja, ob sie einfach hier wohnt oder ob sie halt einfach wirklich hier nur ganz kurz mal vorbeischaut oder ob sie hierher von hier kommt. Keine Ahnung. So, du bist ordentlich, das freut mich. Gut, ich hole mir noch mal ein bisschen Spaß hole ich mir noch, bevor ich mich nämlich dann an das Erforschen der Vampirgeheimnisse mache. So, Betty hat erfahren, dass Mariko als Vermieter bei San Michuno. Ah, stimmt. Stimmt, sie ist die Vermieterin. Ja. Warte mal. Halt, stopp. Warte mal. Ich muss doch noch ein bisschen reden. Ich muss mich doch vorstellen. Hier wohnt keiner, ne? Nee, hier wohnt auch gar keiner. Ist so traurig, dass hier niemand wohnt. Oder wohnt hier jemand? Nö, hier wohnt, glaube ich, echt niemand. Hier wohnt einfach niemand in Forgotten Hollow. Also hier sind auf jeden Fall mega viele Besucher, aber nun gut. Wir müssen es ja auch nicht übertreiben. Nach und nach werden wir die Leute kennenlernen. Wie gesagt, wir werden auch ein bisschen Geld verdienen. Unsere Nachbarn dann hoffentlich nach und nach so ein bisschen näher kennenlernen. Und dann wird das schon. Wir machen das ganz entspannt. Wir gehen das super entspannt hier an. Und werden auch nichts forcieren. Einfach alles gechillt machen. Hauptsache, die beiden Mädels haben Spaß. Hauptsache, denen geht's gut und die können ihre ganzen Lebenswünsche nachgehen. Und dass sie jetzt nicht irgendwie instant einmal sterben. So. Was brauchen wir denn? Daten durchsuchen. Okay, das ist deine Tagesaufgabe.
Guti. Werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Ich liebe halt hier einfach diesen kleinen Arbeitsbereich. Das ist mega praktisch. Da sollten wir vielleicht auf dem PC von hier nach da oben. Oder wir kaufen uns auf jeden Fall auch einen zweiten PC, weil beide ja wirklich immer aktiv was mit den Daten zu tun haben. Deswegen wäre das eventuell ganz praktisch. So, ich räume hier mal auf, obwohl, warte mal. So, hast du schon wieder Hunger? Nee, geht doch gar nicht. Ah, schlechter Nachgeschmack, weil schlecht zubereitetes Essen gegessen hat. Ja, dafür kann ich dann leider nicht. So, aber jetzt machen wir uns mal an die Informationssuche. Wir werden jetzt schauen, ob wir etwas über diese sogenannten Vampire herausfinden können. Und dafür durchsuchen wir jetzt das Internet, klicken irgendwelche Essens- und Verkaufsseiten an. Sehr cool. So, und jetzt ist es schon 18 Uhr und langsam wird das Ganze hier sehr stimmungsvoll. Vampirgeheimnisse entdeckt. Annalena stößt tief in die Vampirforschung vor. Offenbar gibt es jede Menge Wissen, das sie sich aneignen könnte, wenn sie weiter recherchiert. Ja, wir recherchieren natürlich immer noch ein bisschen weiter. Weil das ist ja hier auch unser Lebenswunsch, genauso wie dass wir Band 1 lesen werden. Das machen wir ganz entspannt. Mann, ich hoffe, dass bald mal ein paar Leute vorbeikommen. Oder wollen wir vielleicht, nachdem du das gesucht hast, wollen wir dann vielleicht jetzt mal schauen gehen, meine Liebe, ob wir nicht mal ein bisschen so in der Welt herumgucken. Da können wir ja eigentlich mal uns zusammengruppen. So, dann bilden wir jetzt nämlich einfach mal eine Runde. Sehr schön. Annalena hat das von Flavius Vampir-Emporium entdeckt, während sie nach Vampiren gesucht hat. Sie kann jetzt unter Vampirgeheimnisse Band 1 der Enzyklopädie Vampirica am Computer kaufen. Okay. Ah, sie kann jetzt unter Vampirgeheimnisse Band 1 der Enzyklopädie Vampirica am Computer kaufen. So, gute Musik am Start, aber ich denke, wir werden jetzt erstmal uns ein bisschen die Stadt angucken. Wie gesagt, wir sind ja auch noch komplett neu hier und ja, wir müssen ja auch ein bisschen mal schauen, was es hier so alles gibt. So, dann lernen wir jetzt vielleicht mal wirklich jemanden kennen, der hier auch wohnt. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bleiben wir forever alone. Ja, ein bisschen gruselig ist das hier ja schon. Ich meine, ne? Mit so einer riesigen Statue hier von dem Gründer der Stadt. Aber nun gut. Also ich will mich halt, hat die Logikfähigkeit das schön, aber ich will mich halt schon noch ein bisschen mehr umschauen. Dann kommt mal hier hin, meine zwei Lieben. Dann gucken wir uns nämlich hier auch ein bisschen um. Ich weiß, ihr mögt Schachspielen und so, aber ich würde mich einfach gerne mal hier insgesamt so ein bisschen umschauen, was es hier so alles zu entdecken gibt. Auch bei diesem mysteriösen Baum. Sodass wir mal wirklich so eine ganz kleine Stadtrundtour machen. Das sieht ja auch schon sehr stylisch aus hier mit diesen Statuen überall. Mit den Wasserspeiern in den Häusern. Und dieser verborgene Pfad hier. Oh, ich mag's irgendwie. Ich mag's. Von diesen mysteriösen Bäume, die hier auch an der Seite stehen, die aber leider keine Früchte tragen. Ja, Betty guckt sich das alles hier ganz genau an. Also ich glaube, Betty ist eher so ein bisschen skeptisch hier, was den Umzug hierher angeht. Ich weiß nicht so ganz, ob ihr das gefällt. Und Annalena ist natürlich mega interessiert an allem. So, was das hier alles ist. Auch was das zum Beispiel für ein Baum war und so weiter. Guck mal, wir können hier so ein bisschen plaudern mit ihr. So, dann können wir uns mal so ein bisschen unterhalten einfach, wie es bis hierhin gelaufen ist, der heutige Tag, ob wir schon irgendwen kennengelernt haben. Falls ihr euch interessiert für die ganzen Sachen, also Annalena ist so ein bisschen eifersüchtig, sie ist ein krasser Bücherwurm und ein guter Sinn. Und eine schnelle Lernerin aufgrund ihres Lebenswunsches. Und die gute Betty ist ein kleiner Hitzkopf, ein aktiver kleiner Hitzkopf, der aber auch sehr, sehr romantisch ist. Dann werden wir einfach mal schauen, was sich jetzt hier so in der nächsten Zeit auch ergibt. Hauptsache, die beiden verstehen sich erstmal ganz gut, weil immerhin, sie müssen ja zusammen wohnen. Und das führt ja auch manchmal zu Reibereien. Oh Gott, heute kann ich nicht reden. Reibereien. Zu Innereien, meine lieben Freunde, führt das. So. So, wo könnten wir denn noch hingehen? Wir könnten natürlich nochmal zu diesem riesigen Anwesen gehen, das hier so
krass emporragt. Das auch irgendwie ganz schön ist, muss ich gestehen. Also es sieht halt ein bisschen gruselig aus mit diesen Wasserspeiern. Aber an sich ist das schon ziemlich schön. Ein bisschen merkwürdig auch, dass hier direkt ein Friedhof angrenzt. Also da müssen schon einige Leute gestorben sein. Aber insgesamt so die Struktur des Hauses und die Bauweise sind auf jeden Fall sehr, sehr interessant. So, aber Nachbarn haben wir scheinbar immer noch keine kennengelernt. Denn die Leute, die hier ein- und ausgehen sozusagen, das sind ja die Leute, die hier gar nicht wohnen, sondern die nur mal Forgotten Hollow anscheinend für einen kleinen Geruseltritt besuchen. Denn jeder hat hier schon mal von den geheimen, mysteriösen, sehr merkwürdigen Vorkommnissen gehört. Dass Menschen hierher kommen, nie wieder gesehen werden oder dass sie blutleer hinterlassen wurden. Bin auf jeden Fall gespannt, was an diesen Gerüchten dran ist. Ob da überhaupt irgendwas dran ist. So, da hinten haben wir dann auch noch... Ja, das kann man leider nicht öffnen. Das wäre cool gewesen. Aber die richtige Stimmung kommt ja schon mal auf hier in Forgotten Hollow. Also wir werden auch langsam ein bisschen müde, aber ich würde noch nicht sofort schlafen gehen wollen. Weil ich hier erstmal gucken will. Kann man hier nämlich diesen geheimen Ort zeigen. Es wäre cool, wenn den beiden so ein Shiver, so ein Gänsehautschauer so ein bisschen auch so ein bisschen überkäme, wenn sie hier sind. Um das Ganze dann noch ein bisschen fancier zu machen. Ah. Gut. So, dann würde ich aber mal sagen, meine lieben Freunde, wir schauen uns dann mal in der nächsten Folge an, wen es hier so nach Forgotten Hollow hin verschlagen hat. Denn das Haus scheint ja trotz alledem bewohnt zu sein. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eine neue Folge mit euch gemeinsam hier in die Sims 4 mit unseren beiden neuen Gästen in Forgotten Hollow. Wir sehen uns in der nächsten Folge, aber heute auch schon wieder. Ich werde nämlich direkt nochmal die neue Folge bringen. Und bis dahin verabschiede ich mich und freue mich, wenn ihr Lust auf das neue Vampire-Let's Play habt, wo dann auch definitiv noch ein paar Vampire vorkommen werden. Und wer weiß, wohin es Annalena und Betty verschlagen wird, was ihr eigenes Leben angeht. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage bye bye.